Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach und Bewusstseinsforscher. Und in diesem Video möchte ich dir eine ganz spezielle Frequenz vorstellen. Eine Frequenz, die für mich etwas sehr, sehr Bedeutendes hat und eine sehr, sehr bewegende Erfahrung dahinter steckt. Ja? Und zwar Vulcano. Das ist eine Frequenz, die auf Basis einer Seelenreise entstanden ist. Und bevor ich in die Frequenz eintauche, möchte ich dir ganz kurz die Erfahrung erzählen, die ich dort erlebt habe. Und zwar war ich in dieser Seelenreise auf einem Berg, bin auf diesen Berg hinaufgegangen und als ich oben war, habe ich gesehen, das ist kein Berg, sondern das ist ein Vulkan. Und plötzlich hat es mich hinunter teleportiert zu diesem Vulkan und ich stand da und habe diese Lava gesehen und ein höheres Bewusstsein hat angefangen mit mir zu sprechen. Es hat gesagt, dass das Leben aus der Liebe heraus entstanden ist, dass die gesamte Schöpfung, der Kern der Schöpfung, die Liebe ist. Die Liebe ist heiß. Die Liebe kann alles verbrennen, sie kann alles heilen, sie löst alle Probleme. Und plötzlich habe ich zum ersten Mal in meinem Leben göttliche Liebe empfunden, als ich diese Lava gesehen habe. Denn es hieß, dass die Vulkane auf dem Planeten die Manifestation der Liebe von Gott sind. Erst wenn Gott diese Liebe empfindet, dann explodieren die Vulkane. Und dann kommt ein Sturm und dieser Sturm fegt über die Menschen und löscht das aus, was nicht der Liebe dient. Unser Körper ist dieser Vulkan und in unserem Herzen ist diese Lava. Und wir können lernen, unser Bewusstsein in diesen Zustand zu bringen, dass wir diese Lava, dass wir diese Liebe in uns zum Explodieren bringen. Und dazu habe ich diese Frequenz entwickelt, Lava Love, wo eine Tonaufnahme ist, mit einer Ambisonics-Aufnahme, das ist in 360 Grad. Also du hörst diese Frequenz, im Hintergrund läuft eine Frequenz der Liebe, die Frequenz, die die Liebe in dir stimuliert. Und das, was du hörst, es sind Hintergrundgeräusche, die sozusagen live auf dem Vulkan aufgenommen wurden. Das heißt, du hörst wirklich die Lava brutzeln, du hörst das Geräusch, wie vor dir diese Lava ist, wie diese Lava kocht. Und im Hintergrund läuft diese Frequenz der Liebe. Und wenn du dir vorstellst, dass du gerade auf der Lava meditierst, und das wirst du tun können, weil das ist eine 360-Grad-Aufnahme, da heißt, du hörst wirklich, wie die Lava vor dir steht, ja. Und dann meditierst und dir vorstellst, dass diese Liebe in deinem Herzen da ist und dass du eins wirst mit ihr. Du stellst dir vor, wie dieser Vulkan, wie diese Liebe in deinem Herzen ist. Dann wirst du spüren, wie diese Liebe anfängt zu kochen, ja? In dir, in deinem Herzen, wie sie immer sich ausdehnt in deinem Körper. Und wenn du willst, kannst du diese Liebe in dir visualisieren, dass sie immer heißer wird, immer mehr kocht, dass sie explodiert. Ja. Und wenn du noch einen drauflegst, dann stellst du dir einfach vor, wie du in diese Lava springst und dich auflöst in der Liebe. Und deswegen habe ich Vulcano entwickelt. Es ist einfach meine Manifestation aus dieser Seelenreise heraus, die diesen Zustand für mich trainiert, weil eines der größten Probleme der Menschen ist, dass wir nicht immer in der Liebe sind. Wir sind, wenn wir uns das Jahr ansehen, haben wir nur so Peaks, wo wir mal Liebe empfinden. Ja? Aber so richtig, dass wir sie passiv fühlen und erleben, ist nicht immer da. Jedoch kann man durch diese Meditation, durch diese Technik, durch diese Frequenz trainieren, regelmäßig dieses Muster zu halten, sich in diesen Zustand zu bringen. Und dann kannst du in kurzer Meditation einfach dir die Augen zu machen, dir dieses Geräusch vorstellen, diese Visualisierung nehmen. Und dann wirst du merken, wie du diese Liebe wieder empfindest und das regelmäßig machst. Und ich empfehle dir wirklich, diese Meditation mehrmals am Tag zu hören, am Anfang, vielleicht ein paar Tage hintereinander. Dann wirst du merken, wie du dein Gehirn, dein Unterbewusstsein darauf konditionierst, diese Liebe in dir zu aktivieren und zu stimulieren. Und wenn du das Ganze koppelst mit dem Meditation-Zustand, also sprich, wenn du regelmäßig meditierst und immer diese Visualisierung und dieses Gefühl in dir erwächst
dann wird es zu einem Teil deines bewussten Seins. Dann wirst du das Ganze integrieren, ja. Und das führt dann dazu, dass du passiv, auch im Wachzustand, diese Liebe empfindest. Und das führt dazu, dass du anders denkst, dass du anders handelst, anders fühlst und in einen langfristig anderen Bewusstseinszustand kommst. In den Zustand der Liebe. Und der Zustand der Liebe ist der Zustand deines wahren Selbst. Und das wünsche ich mir für dich. Und das ist der Grund, warum ich diese Frequenz produziert habe. Ja. Und ich will gar nicht viel dazu sagen. Du kannst diese Frequenz, wie gesagt, entweder in einem höheren Format erwerben oder du kannst sie in unserer Brainwave 3D Premium App nutzen und hast Zugang zu allen Meditationen, zu allen Apps und zu allen Hypnosen. Oder dir einfach das höhere Format holen und diese Wirkung einfach noch ein bisschen verstärken. Ja. In dem Sinne, viel Freude mit dieser Meditationstechnik, viel Freude mit dieser Meditation, mit dieser Visualisierung und vor allem wünsche ich mir, dass du diese Liebe in dir aktivierst und zum Ausbrechen bringst. Also, bis zum nächsten Video.